Herzlich willkommen zu unserer Vorstellung Kooperative Roboterzelle. Mein Kollege Markus Winter und ich, Martin Tiefenbrunner, zeigen Ihnen heute, wie man einen Kuckelroboter, die Airskin und einen Microscan 3 der Firma SICK einsetzen kann. Aber zuerst zum Systemaufbau. Markus, kannst du uns bitte erklären, welche Komponenten jetzt zum Einsatz kommen? Gerne, Martin. Das Herzstück des Ganzen ist unser KR10R1100, ein Agilus in der Kleinserienrobotik. Dieser Roboter hat eine nominale Traglast von 10 Kilo und eine Reichweite von 1100 mm. Weiters haben wir hier die Airskin. Die Airskin dient dazu, um Kollisionen zu detektieren. Weiters, die Airskin erfüllt einige Standards, dazu gehört die ISO 10218 als auch die ISO TS15066. Zusätzlich haben wir hier unten einen Scanner von der Firma SICK. Dieser hat in den markierten Zonen, die wir hier am Boden sehen, im grauen und im gelben Bereich, eine Erkennung der Näherung, sprich wenn sich jemand der Zelle nähert, werden gewisse Signale in sicherer, also nicht sicherer Technik geschaltet. Danke für das Stichwort Zone, Markus. In der grauen Zone wird der Override des Roboters in nicht sicherer Technik reduziert. Dies dient als Vorstufe für die gelbe Zone, denn hier wird die Geschwindigkeit des Roboters in sicherer Technik überwacht. Und jetzt hier der entscheidende Vorteil der Airskin. Normalerweise müsste der Roboter hier stoppen. Die Airskin allerdings erlaubt mir, unter Berücksichtigung der Gefahrensituation, einen kooperativen Betrieb sowie eine Bewegungsgeschwindigkeit von mehr als 1 Meter pro Sekunde zu erreichen. Ja, Martin, ich glaube, das war genug der Erklärung und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der echten Anwendung an. Hier haben wir eine kleine Applikation aus dem Bereich Packaging vorbereitet. Der Roboter fordert einfach eine definierte Bahn, das könnte zum Beispiel eine Pick-and-Place-Applikation sein. Und ich bin ein Operator und ich betrete jetzt zum Beispiel mal eine dieser Zonen. Schauen wir mal, was passiert. Kaum betrete ich die graue Zone, die nicht sichere Zone, wird die Geschwindigkeit des Roboters nicht sicher reduziert, das heißt, der Override des Roboters reduziert sich. Wenn ich jetzt die gelbe Zone betrete, schaltet auch die gelbe sichere Zone und der Roboter wird auch sicher von der Geschwindigkeit her überwacht. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ich den Roboter berühre und man sieht sofort, als wird ein Notfall ausgelöst und der Roboter ist im Stopp. Abgesehen davon, also nicht nur die Haut hier wird überwacht, auch zum Beispiel der Flansch. Das heißt, wenn ich hier meine Hand herhalte, sieht man auch hier, dass der Roboter in den Stopp geht. Nachdem die Applikation wieder gestartet ist, schauen wir, was passiert, wenn ich den Gefahrenbereich verlasse. Wir sehen jetzt, fährt er zum Beispiel nur langsam. Gehen in den grauen Bereich. Die Geschwindigkeit wird nicht mehr sicher überwacht, aber wird zumindest nicht sicher noch immer quasi niedrig gehalten. Und erst dann, wenn ich die Zone verlasse, fährt der Roboter nach einer gewissen Zeit wieder zurück auf seine maximale Geschwindigkeit. Industrial Intelligence.